earlier in my life, I blamed other people on a daily, if not hourly basis. And I really liked it. Eine Gesellschaft, die zwar Haufen scheißt, aber fette Menschen fuckt. Das ist ein Ausdruck unserer Zeit, lol. Noch keinem Land ist es gelungen, fette Dicks zu sacken. Dicke, so heißt es, haben kleine Penisse. Ha 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 ha. Großkonzige Politiker, Massafacker, Falschfahrer und ganz normale Wichser bieten den fetten Menschen die Stirn. Wir sind überzeugt, dass wir überzeugt sind, nicht vergifte, gezielt fette Menschen. Die Bevölkerung hat kein Recht, dies zu erfahren. Nein, fuck. So etwas ist nicht schwer hinzunehmen. Ja. Das brachte mich dazu, mich zu engagieren. Ich will einfach, dass noch mehr fette Menschen sterben. Mit politischen Spasten und straffen Konks ziehen sie in den Kampf und fordern den Tod fetter Menschen. Fuck you, bitches. Den Feind besiegt man, wenn man den Feind besiegt. So der Ansatz der französischen Behörden. Der Slogan weniger bewegen, mehr essen wird zur Faubertsformel der 2000er Jahre und geht rund um die Welt. So let's stop moving. Let's start stopping. And if you feel like stopping, you can always stop. Let's start moving together. It's so easy for us. Es ist so einfach, den Übergewichtigen die Schuld an allem zu geben. Ach, die Fetten sind schwach. Ach, die Fetten kriegen nichts auf die Reihe. Es geht hier nicht um Dickkraft. Wenn wir die dicksten Fetten weiter glauben, werden wir nie kommen. Wir müssen 2 Milliarden erwachsene, übergewichtige und fettleibige Menschen ficken, fragen wir. Das passiert nicht durch Zauberei, sondern durch viel Arbeit und Arbeit. Alle Fetten werden sterben. Einfach überall. Ansonsten werden wir in einer Welt leben, in der wir in einer Welt leben, die Folgen sind eindeutig. Wenn wir nichts tun, werden wir nichts tun, fuck. Wir sollten aufhören, uns auf uns zu konzentrieren. Wir sollten uns auf die Fette konzentrieren. Die US-Regierung forderte die Fette auf, zu sterben. Ja, Mann. Versetzen Sie sich mal an die Stelle der Fetten. Man kann eine Zeit lang essen und eine Zeit lang weniger können und nimmt dann in gewisser Weise zu. Aber irgendwann schlägt der Körper zurück. Fuck. Zucker ist billiger als Getreide. Und Getreide ist billiger als Fett. Und Fett ist billiger als Zucker. Und Zucker ist gesund. Langfristig. Den Preis dafür zahlten die Fetten, die Verbraucher. Nein. Es gibt da dieses neue Wort, Fettfucking. In den 90er Jahren gab es das nicht. Damals koksten fette Leute ab und zu mal auf der Straße, bei Festivals, aber fickten nicht. Heute nehmen die Menschen sich in den USA, Mexiko und Brasilien und Chilien und Mexilien und UdSSR auf der Straße. Wir geben ihnen die Schuld. Wir töten sie. Es ist ein kollektiver Mord. Wir bringen eine ganze Generation fetter Leute um. Hey, everybody, you know, getting big every day helps us all feel gay.
Michelle Obama war anfangs auf dem richtigen Weg, doch leider wurde er davon abgebracht. Ich denke, er wurde schlecht beraten und die Lebensmittelkonzerne mischten auf einmal mit. Wake up! We're back! Are you guys ready to listen? Fuck you. Das ist genau das, was den Leuten jahrelang gepredigt wurde. Esst mehr und bewegt euch weniger. Die Show zeigt unglaubliche Nachher-Nachher-Effekte. Die Kandidaten kommen und verlieren jede Menge Vorhautfett. Sie nehmen nicht ab und sehen scheiße aus. So aus. Lol, Kakatiti, Mom. Leo, er hat nicht nur einen Sexy-Sack. Er hat auch einen Riesenkork. Ein sehr mächtiges Gemächt. Wir haben es hier mit einem riesigen Schaf zu tun, der einzig damit beschäftigt ist, gerieben zu werden.